Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin die Rose Fröhlich. Heute mit einem echten Patientenfall zum Thema Süßigkeiten und Gehirnveränderung. Ihr wisst ja, ich, die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, bringe das ewig Thema Ernährung vielleicht mal über einen anderen Weg, nämlich als echte Patientenfälle aus meiner Praxis. Ihr wisst ja, lasst ein Abo da, Plus weg, ihr wisst, wie das geht. Also, jetzt zum echten Patientenfall. Bleibt also dran. Es kam ein Patient in die Praxis mit dem Wunsch, dass er ständig Süßigkeiten gegessen hat und sich gefragt hat, warum das eigentlich so ist oder warum es am Ende auch ganz vielen anderen Patienten so geht. Man kann das relativ einfach erklären. Das Gehirn selber, habe ich ja schon erzählt, ist sehr bequem unterwegs und es hat einen Anteil im Gehirn, das nennt sich Hypothalamus, der dort Dinge, die wir gern essen, gerade wenn sie zucker- und fettreich sind, abgespeichert wird. Das heißt, das Gehirn merkt sich im Hypothalamus, dort sitzt auch Hungersättigungsgefühl, immer was gegessen wird. Und wenn wir natürlich das Gehirn ständig mit Süßigkeiten triggern, das gilt natürlich auch für salzige Sachen oder andere fettreichen Sachen, Thema Pizza zum Beispiel. Also alles, was gerne gegessen wird, wird dort abgespeichert. Und das Gehirn wird natürlich immer wieder gerne das einfach abspulen. Und deswegen kommen wir häufig immer wieder in das Thema Süßigkeiten zurück. Der andere Grund ist, wenn ich sehr lange nichts esse, also zu wenig esse, sehr lange nüchtern Phasen habe, gibt es viele Patienten, die dann tatsächlich zum Beispiel bei Intervallfasten, bei Low Carb, wenn wir die Zuckerstrukturen reduzieren, sind es aber vorher gewohnt, viel Zucker zu essen, hat sich das Gehirn das gemerkt. Und für einen gewissen Zeitraum funktioniert das häufig auch, aber nicht auf Dauer. Und was dann passiert, kennt ihr als Jojo-Effekt oder als Rückfall, dass wir wieder in die Süßigkeiten oder salzige Sachen zurückrutschen. Warum? Des Gehirns bequem. Das heißt, an der Stelle hilft tatsächlich nur, Essen umzustellen, lange nüchtern Phasen zu durchbrechen mit gesunden Mahlzeiten, eiweißreich. Natürlich soll es auch schmecken. Ein bisschen Zucker ist ja auch in Ordnung. Und wir haben ja auch gesagt, das Gehirn braucht 99% Zucker. Woher kommt diese These? Man hat vor kurzem wieder eine neue Studie gemacht. Allerdings sind Ernährungsstudien auch immer, weiß ich nicht, ob die wirklich so aussagekräftig sind, wenn ich da mal 14 Tage was beobachte oder manchmal sind das bei 40 Leuten. Für mich sind Studien in der Masse der Menschen, da muss ich einfach mal ein paar, keine Ahnung, 100.000 oder 100, 200, 300 Leute nutzen, dann ist für mich eine Studie vielleicht aussagekräftig. Aber in der Ernährung, natürlich hat noch gar keiner groß drüber nachgedacht, gibt es gar nicht so viele. Die Studien sind häufig mit kleinen Langzeitstudien laufen auch erst. Das heißt, häufig haben wir wirklich nur kürzere Intervalle. Und da wurde das auch gezeigt an Patienten, die fett- und zuckerreichen Pudding gegessen haben, dass die eben tatsächlich sich daran gewöhnt haben und auch diesen Wiederholungscharakter haben wollten. Und die Gruppe, die nicht so fett- und zuckerreichen Pudding gegessen hat, hat das Verlangen auch nicht so doll gehabt. Also ja, man ist dran am Thema und schaut immer, passt also auf, gesund essen, Essen nicht vergessen, nicht zu lange nüchtern Phasen, so dass es zu euch passt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Denkt dran, Abo dalassen, Plus wegmachen. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Habt einen schönen Tag. Bis dann, eure Sandra.